Konami. Hallo und herzlich willkommen zu Super Castlevania 4. Ich lasse mal das Intro hier ablaufen, weil das ist so episch geil. Da bin ich mit aufgewachsen, ich habe das so oft gespielt damals. Die Fledermäuse. Und die Spinnen krabbeln da rein und raus. Ja, dann wollen wir doch mal gleich starten. Geben wir erstmal meinen Namen ein. Falscher Knopf, wie immer. Hat einen Fail. Recky. Der epische Peitschenschwinger von nebenan. Wenn ihr Probleme habt, ruft einfach Recky. So, jetzt wollen wir erstmal die Peitschen verlängern. Die Peitschen. Die Peitsche. Das will ich nicht haben. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Das muss eigentlich jeder kennen. Das war der erste Castlevania-Teil, in dem man in alle Richtungen schlagen kann. Das heißt, auch diagonal und nach unten. Und man kann auch seine Peitsche schwingen lassen. Das Spielprinzip ist ganz einfach erklärt. Man läuft von links nach rechts, besiegt die Monster, kann Herzen einsammeln, um Punkte zu kriegen zum Schluss oder damit, wie in dem Fall, das Messer zu werfen. Am beliebtesten ist für mich immer das Kreuz. Hier können wir in den Hintergrund verschwinden. Um diese Abgrund zu überwältigen. Das ist auf der anderen Seite, da werfen wir doch mal wieder ein Messer. So, hier geht's doch auch noch. Quatsch, hier war ein Geheimnis. Das weiß ich noch. Ne, auf der Seite nicht, aber irgendwo hier war was. Dann war es die andere Seite. Auch nicht. Dann kommt das noch. Da 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 da. Du di du di du di du. Oh, die Fledermaus ist böse. Jo, gehen wir durch den Hintereingang. Oh, gehen beide platt. Da ist das Kreuz. Da 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 da. Oh, jetzt habe ich das Kreuz fallen lassen. Ich Idiot. Aber ich habe wieder Energie. Hab mir erstmal eine Hähnchenkeule reingehämmert und jetzt habe ich wieder volle Energie. Das ist toll, 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 toll. Hier ist auch was. Ach nee, das habe ich gerade schon zerschlagen. Ja, und am Ende einer jeden Stage wartet ein Boss auf uns. Ich werde auch nicht mit Save-States arbeiten, ich werde nur Speicherpunkte anlegen, wenn das Spiel mir das auch vorgibt. Also man kann Passwörter sich aufschreiben und an der Stelle dann weitermachen. Und an der Stelle werde ich dann einfach Save-States nutzen. So. Ach ja, genau. So, wer kommt da? Keiner. Los! Ich bin toll, ich bin Peitschi, Peitschi, Peitsch. Ich bin der Peitschenschwinger von nebenan. Ich bin Peitschi, Peitsch von nebenan. Läuft er eigentlich automatisch runter? Jo, das ist gut.
Das Problem hatte man nämlich bei den Vorgängern. Aha. So, Geld eingesammelt und Kerzen zerschlagen. Bam, bam, bam. 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 Und man konnte, das war auch eine Neuerung, alles eigentlich, was besser ist, dass man die Richtung auch im Sprung ändern kann. Das ging ja sonst nicht. Wer mal ein altes Spiel gespielt hat vom NES, der weiß, dass das nicht geht. Nein, ja doch, wollen wir haben. Und ich werde versuchen, möglichst viel zu reden. Ich habe noch nicht so viele Videos gemacht. Ein bisschen dient das auch zum Üben. Aber es wird schon. Das ist toll und toll. Und ich, wenn mir nichts einfällt, dann singe ich einfach immer. Das ist auch der große Quatsch. Herzen. Oh, diese scheiß fliegenden Pferdeköpfe sammeln Geld ein. Oh nein. Ich wusste es. Scheiße. So, und das sind ganz trickige Dinger. Wenn man da nämlich drauf rumspringt, auf diesen Balken hier, dann drehen die sich um. Ansonsten nicht. Und zack, ist man unten. Kommt her, ihr Säcke. Ich mache euch alle kalt. Bam, Kerze. Da ist schon der Nächste, der will auch eine Tracht Prügel. So, jetzt nähern wir uns dem Boss. Ja, wie, hier ist nichts. Skandal. So, da ist der Boss. Auf geht's. Komm her. Oh Mann, man kann sich auch dumm anstellen. Auch cool mit... Bam! Mit Energieanzeige des Gegners. Das war geil, ich hab's geschafft. Yeah! Einmal gestorben. Naja, einmal zu viel. So, Safe State. Haben wir angelegt. So. Machen wir vorsichtshalber noch einen zweiten. So. Weiter geht's. Wir laufen durch den Wald. Und gehen da nach oben über die Brücke. In das Schloss rein. Da waren wir. Und jetzt müssen wir den Weg. Durchs Wasser. Das kann ja heiter werden. Und die Musik ist auch so geil immer. Alles immer schön platt machen, dann haben wir keine zu... nicht 1000 Feinde auf einmal. So. Sterbe ich hier sofort? Das weiß ich gar nicht, aber ich werde es gleich noch rausfinden wahrscheinlich. Immer diese Feinde, die nicht mit dem ersten Mal sterben. Das geht mir auf den Sack. Bam, bam. Von hinten. Du Sau. So, und einmal, zweimal. Komm her. Jawohl.
Was gibt's hier? Mal schön nach Geheimnissen gucken. Und weiter geht's. Und hüp! Hüp! Kommen wir da hoch? Jo. Und. So, hier rüber. Weiter geht's. Spinne, komm her. Oh, keine Spinne, nur Blattmann. Oh, 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 oh. Das war aber fast fies jetzt. Eieiei. Warum hakt das jetzt hier so bei mir? Kann mir das mal einer sagen? Nein! Hau ab, du Krähe! Ich glaube, wenn ich ins Wasser fall, bin ich auch platt. Der kann nicht schwimmen hier, der... Der Recki. Der Recki kann nicht schwimmen. Wusste der das? Mit seiner Peitsche, da säuft er ab. Mit seiner langen Peitsche. Ist auch überhaupt nicht zweideutig. Der hat so eine lange Peitsche, da stürzt er ab. Oh, 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 oh. Also der säuft dann ab, meine ich. So, ganz souverän. Und der kleine Frosch. Ist klar. Die Kleinen machen uns nur zu schaffen hier. Gar nicht die Großen, nur die Kleinen. So. Platt, platt. Geheimnis. Und jawohl, hier läuft's ja prima. Meine Güte. Hammer, mega geil. Nein, immer die Kleinen, wie gesagt. Oh, Mann, 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 Mann. Wegen dem wäre ich noch fast abgestürzt. Oh, das war knapp. Nee, dich will ich nicht. Da warte ich mal jetzt. Komm her. Ich schwinge meine Peitsche. Eine lange Peitsche ist schon was Schönes. Lammkeule nehmen wir auch mit. Und das Federvieh machen wir auch alle kalt. Denn dich lassen wir gar nicht werfen. Und dich lassen wir auch nicht rollen. Immer schön die Kerzen kaputt machen. Und da ist er schon. Jawohl, wunderbar. Oh, nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Einmal noch. Mann. Oh, ich dachte schon jetzt. Oh. Ja, wie? Ach, das war nur ein Zwischengegner. Ey. Lass meine Herzen in Ruhe. Nein. Und über... Oh nein, ich wollte drüber springen, verdammt. Verdammt, verdammt. Es läuft jetzt nicht mehr gut. Hätte ich mal nichts gesagt. Geht doch. Weg damit. Erst habe ich die Kleinen kalt gemacht, jetzt mache ich die Großen kalt, wa? Also da dürfen wir garantiert nicht drankommen an diese komischen Stachel da oben. Jawohl, Energie. Energie. Geschickt drüber springen. Und weiter geht's. Ich kriege hier ein Herzklapperzeug. Ich will jetzt nicht sterben. Also, ich muss sagen, die Axt gefällt mir auch sehr gut, aber ja, das Kreuz ist doch besser. Nein, nicht wieder. Oh. So, direkt kalt gemacht. Kannst mir gar nicht. Dich auch. Dein Bruder und kommt noch deine Schwester. Jo, da ist er. Die kleine Schwester kam da gerade. Da habt ihr gesehen, ich warte. Und da ist die Tochter. Und ich springe auch noch hinterher. Wie dumm kann man sein? Oh Mann. Und das Level ist noch lange nicht
vorbei. Oh Mann. Ich switche hier immer hin und her, weil man drückt aus Versehen den falschen Knopf und schon ist man in den Arsch. So, drittes Level. Jo, diese Bildfehler hatte ich letztes Mal auch bei dem Spiel hier. Scheiße, wie war denn das jetzt hier? Kacke. Ich sehe doch gar nichts. Mann, warum ist das so? Ist das die ROM? Die ROM ist verbuggt. Deswegen, oh Mann. Das ärgert mich aber jetzt. Ich pausiere erstmal eben. Ich muss mir eine neue ROM runterladen. Bis gleich.